Das ist Patrick. Er ist 18 Jahre alt und kommt aus Rendsburg in Norddeutschland. Er hat im Alter von 15 Jahren angefangen, Französisch zu lernen, um die Songs von France Gall zu verstehen. Sie ist eine französische Sängerin, von der Patrick ein großer Fan ist. Im Internet ist Patrick auf das deutsch-französische Jugendwerk gestoßen. 2014 entdeckte er einen Aufruf, um an einer Gedenkveranstaltung zum Thema 100 Jahre Ausbruch des Ersten Weltkriegs teilzunehmen. Er ging hin und traf dort auf den französischen Präsidenten François Hollande. Da merkt Patrick, dass er sich durch und durch deutsch-französisch fühlt. Heute ist er deshalb Juniorbotschafter vom DFJW und macht in Zeitungen und im Radio viel Werbung für die Programme der Organisation. Und vor allem besucht Patrick Schulen, um Jugendlichen vom DFJW zu erzählen. Das ist nicht immer ganz einfach im Norden von Deutschland. Viele denken, dass Frankreich zu weit weg ist und dass der Weg dorthin zu teuer ist. Das ist natürlich falsch, dank der Unterstützung vom DFJW. Was Patrick selbst angeht, er möchte nach dem Abi ein deutsch-französisches Volontariat in einer französischen Schule machen.